Michel Blaunsteiner, ich glaube, du warst ja im Herbst über immer dabei. David war lange verletzt. Ja. Erzähl mal, wie ist denn für die Außenamateure der Herbst verlaufen? Naja, wir sind gut gestartet mit einem Derby-Sieg, aber danach leider haben wir viele Punkte liegen lassen. Das lag grundsätzlich wahrscheinlich an der Konzentration. Wir haben oft 1-0 verloren oder auch unentschieden gespielt, unglücklich. Was waren Höhepunkte? Derby-Sieg, wie du angesprochen hast, zweimal daheim. Das war das Positivste, glaube ich, der Herbstrunde. Aber ja, wir hatten auch immer gute Spiele gegen die größeren Mannschaften wie Horn oder Barndorf. Und bei den eher schwächeren haben wir leider die Punkte liegen lassen. Wenn man sich die Bilanz anschaut, 5 Siege, 5 Niederlagen, 6 Unentschieden, 21-19 Tore, also ausgeglichenes Torverhältnis. Warum glaubst du, war es so wechselhaft für euch im Herbst? Naja, ich glaube einfach, dass an der Konzentration lag. Also wir hätten viel mehr draus machen können, auch tabellarisch sollten wir meiner Meinung nach unter den ersten 5 sein. Aber daraus haben wir leider nichts gemacht. David, wie ist dir gegangen im Herbst, wenn du deine Kollegen meistens von der Tribüne oder vielleicht gar nicht zuschauen hast müssen? Für mich war es eine Vorbereitung der etwas anderen Art, weil ich halt leider Gottes 7 Monate verletzt war. Und jeder, der aus Leidenschaft Fußball spielt, weiß, wie schwer das ist. Aber ich war natürlich bei jedem Spiel dabei und habe immer mitgefiebert. Und ich glaube auch, wie der Michi schon gesagt hat, dass wir oft einfach irgendwie, dass uns das letzte Quäntchen gefehlt hat auf die 3 Punkte und dass wir dann unnötig Punkte hergeschenkt haben. Erzähl kurz von deiner Verletzung. Hat es da irgendwann einen bestimmten Auslöser für das Schambeinentzündung, glaube ich, war das, oder hat sich das im Laufe der Zeit oder einfach entwickelt? Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Das ist noch nicht so gut erforscht, diese Verletzung. Und die meisten meinen, dass es von einer Überbelastung kommt. Und vermutlich war es das auch, weil ich den Sprung von der Akademie zu den Amateuren gemacht habe und da dann doch plötzlich sehr viel gespielt habe und sehr intensiv. Und das ist dann halt schon was anderes, ob man Erwachsenenfußball spielt oder in der Akademie, ohne das schlecht reden zu wollen. Du warst doch in Deutschland, glaube ich, beim Max Deverding auf Therapie. Genau. Wie ist dir dort gegangen? Ja, ich hatte das Glück, dass die Austria mich da sehr unterstützt hat. Danke nochmal an der Stelle auch. Es hat mir sehr geholfen. Ich war beim Max Deverding in Deutschland, der Physio von der österreichischen Nationalmannschaft. Und war ich zusammen mit Robert Almer und er hat uns wirklich sehr weiterhelfen können. Da hatten wir halt sehr intensives Physiotraining, oft 2x3 Stunden am Tag, und da geht Gott sei Dank dann schneller was weiter. David, bleiben wir kurz noch bei dir. Was sind jetzt deine Ziele? Bist du jetzt noch im Aufbau oder bist du schon so weit, dass du auch wieder für einen Einsatz langsam bereit wirst? Ja, das Gemeine an so einer langwierigen Verletzung ist, dass es nicht nur 7 Monate dauert, um wieder auf dem Platz stehen zu können, sondern dass man dann halt auch längere Zeit braucht, um wieder das Fitnesslevel zu erreichen und wieder reinzukommen in die Mannschaft. Aber ich glaube, dass ich auf einem ganz guten Weg bin, darf halt jetzt nichts überstürzen und muss geduldig bleiben. Ja, Michael, Freitag geht's los. Ihr spielt gegen Oberwart, ist ein Tabellenletzter. Mhm. Muss man da einen Sieg von euch verlangen können? Ja, eigentlich schon, aber gerade solche Gegner sind eigentlich unsere Schwäche. Also da lassen wir oft Punkte liegen. Ich hoffe, wir machen es diesmal besser. Kommen wir kurz zum Trainerteam. Andi Ogris, Robert Zahra. Andi Ogris ist ja schon länger bei euch dabei. Wie hat sich da, Michael, du bist auch schon länger bei den Amateuren jetzt dabei, wie hat sich denn die Arbeit jetzt verändert, seit der Thorsten Fink Trainer der Kampfmannschaft ist? Gibt's jetzt, merkt ihr was von der engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Mannschaften? Naja, wir versuchen Kampfmannschaft, also auch Amateurmannschaft, dieselbe Formation und selbe Taktik anzuwenden. Die ist äußerst, also merkt man am meisten auf den Außenbahnen, also mit dem rechter Verteidiger reinschieben, Außenflügel nach außen. Und ja, das versuchen wir halt alle gemeinsam umzusetzen, denke ich. Michael, dich haben wir schon gesehen in der Innenverteidigung, in der Außenverteidigung. Wo fühlst du dich wohler? Wo bist du zu Hause? Hauptsache ist, ich spiele, aber am wohlsten fühle ich mich derzeit am rechten Flügel. Wenn wir uns die Ostliga anschauen, was erwartest du von früher Saison? Jetzt einmal erstens von deiner eigenen Mannschaft, von den Amateuren. Geht da noch was nach oben? Ist das gar nicht so wichtig bei euch? Doch, also ich denke, tabellarisch haben wir noch einiges gut zu machen. Also ich sehe uns auf jeden Fall unter den ersten 5 Plätzen. David, vielleicht kurz zu dir. Horn und Vienna haben sich vorne ein bisschen abgesetzt. Erwartest du ein Duell um einen Meistertitel zwischen den beiden Mannschaften oder kann da noch wer mitmischen? Ja, ich glaube, sie haben auch jetzt nochmal in der Pause kräftig eingekauft und ich fürchte, das wird ein Rennen zwischen den zwei. Ihr wart beide in der Europa League, in der Youth League dabei, oder?
Damals schon. Was waren das für Erfahrungen für euch? Unglaubliches Erlebnis. Erinnere ich mich immer wieder gerne daran zurück. Dass man solche Erfahrungen machen kann in unserem jungen Alter, ist wirklich nicht selbstverständlich. Und es ist dann immer das Schönste, wenn man sich mit den besten Clubs messen kann. Ich glaube, sie hat euch das was gebracht für eure zukünftige Karriere als Profi? Ja, auf jeden Fall. Wir haben wieder mal bestätigt bekommen, dass der Nachwuchs von der Austria sich überhaupt nicht verstecken muss. Wir können wirklich mithalten international. Und das gibt uns auch irgendwo ein Selbstvertrauen für die Meisterschaft und für den nationalen Bewerb. Also wir brauchen uns wirklich nicht verstecken. Wir haben gezeigt, was wir können und man hat gesehen, wie weit wir kommen können. Es war irgendwie ein anderes Leben. Es war was Neues und das war sehr aufregend. War das auch ein bisschen Motivation, da jetzt vielleicht noch mehr Gas zu geben, dass man es dann schafft? Ja, durchaus. Also die Motivation war, glaube ich, bei jedem zu sehen und zu spüren. Und das haben wir auch am Platz umgesetzt. Michi, du gehörst ja schon zu den, ich sage jetzt mal, älteren Spielern bei den Amateuren. Kannst du da auch so ein bisschen ein Führungsspieler sein für die Jungen, wenn jetzt ein junger Spieler von der Akademie nachkommt, dass du ihm was zeigen kannst, wie die Abläufe und so weiter sind? Ja, sicher, soll ich auch sein. Das verlangt auch der Trainer von mir. Und das bin ich, also versuche ich auch nicht nur am Platz zu sein, sondern auch in der Grafkammer und außerhalb, auch was schulische Dinge betrifft, dass ich den jungen Spielern weiterhelfen kann. Schulische Dinge. Michael, du warst einer der Ersten, die am Ballsportgymnasium maturiert haben. Ja, da hatten wir Glück, dass das ganze Projekt, also dass der Unterricht und alles auf das Training abgestimmt wurde. Und Organisation, alles rundherum war eigentlich tipptopp. Kannst du ein bisschen aus dem Alltag erzählen? Wie werden das ausgeschaut mit einerseits Training, andererseits, dass die Schule nicht zu kurz kommt? Ja, zum Beispiel Dienstag war so ein typischer Tag. Da hatten wir in der Früh Training um 9 Uhr, dann um 12.30 Uhr Schule. Bis dorthin konnten wir auch, also nach dem Training in der Früh, Mittagessen. Dann hatten wir Schule bis ca. 4 und dann hatten wir wieder Training. Also es ging sich alles aus. David, eine Analyse der Vereinbarkeit zwischen Karriereziel Fußball und Bildung in Österreich. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, viel Arbeit. Ich hoffe, das Ergebnis war nicht so schlecht. Ja, ich habe mir deswegen das Thema ausgesucht, weil es einfach mein Leben betrifft und weil es mich sehr interessiert hat deswegen. Und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Wie kann man Fußball und Bildung vereinbaren? Ja, oft ist es ganz schwer, vor allem wenn man nicht die Unterstützung hat, wie wir es hatten mit dem Ballsportgymnasium. Wenn man in einer normalen Schule ist und nebenbei Leistungssport betreibt, dann ist es oft sehr schwer, weil man nicht freikriegt in der Früh zum Training. Man muss normal in den Unterricht gehen und es führt immer wieder zu Problemen. Und bei uns in der Schule war auch noch die Hausaufgaben und so waren immer abgestimmt auf anstrengende Wochen und wo wir viele Spiele hatten und weniger Spiele. Und ich glaube, dass das in einer normalen Schule sehr schwer wäre. Wie wichtig ist auch der Faktor Familie oder Eltern, dass von da die Unterstützung da ist? Ich glaube schon, dass die Unterstützung der Familie auch eine große Rolle spielt, weil waren doch die ein oder andere Auswärtsfahrt früher noch, als wir noch keinen Führerschein hatten, wo die Eltern uns hinbringen mussten. Michael, bei dir? Genauso? Ja, bei mir genauso. Also mein Vater hat mich auch immer zu jedem Training oder zu jedem Match hingeführt und das schätze ich sehr heute. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt einfach fürs Frühjahr? Also erstens will ich mal meine normale Fitness wieder erlangen und das kann auch noch dauern. Und dann will ich mir meinen Stammplatz zurückerkämpfen. Ganz klar, ja. Okay, klare Ansage. Hast du in deinem Kopf irgendwie einen Zeitrahmen oder sagst du einfach Schritt für Schritt schön langsam? Ich habe mir das abgewöhnt, zu lang irgendwie in die Zukunft zu planen, weil es kommt dann sowieso immer alles anders als erwartet. Also ich lasse es auf mich zukommen, mache jeden Tag das Richtige und hoffe, dass es so schnell wie möglich passiert. Okay. Michael, persönliche Ziele fürs Frühjahr? Naja, da belage ich schon mal unter die ersten 5 zu kommen. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Okay, persönlich, Weiterentwicklung? Persönlich habe ich mir auch ein Ziel gesetzt, dass ich mindestens 5 Tore schieße, die Rückrunde. Thema Kampfmannschaft, einmal reinschnuppern? Ja, das wäre ein nächstes Ziel auf meinem Weg. Also, dass ich dort mal nicht nur reinschnupper, sondern mal länger oben bleibe, es versuche und dafür werde ich auch alles geben. Ich glaube, Thorsten Fink, Sebastian Hahn sind ja auch Trainer, die sehr viel auch Spiele vom Nachwuchs beobachten. Geht es doch darum, dass man da mal aufzeigen kann, wenn man weiß, die schauen nochmal zu? Ja, sicher bekommt man mal Chancen, um aufzuzeigen. Erst, wann war das? Am Dienstag hatten wir ein internes Trainingsmatch. Und da hat auch, glaube ich, jeder von uns versucht, sein Bestes zu zeigen.
Ich glaube, das müssen wir rausschneiden.